20 muss gedüngt werden, die 23 muss gedüngt werden. Ja, und die alten Felder, oder nicht? Und die alten Felder. Ja, wir können alles einmal düngen. Alles? Auch die 25 und so? Dünge ich doch jetzt gerade nicht. Da bist du jetzt gerade bei, ne? Ja, richtig, genau. Das ist ja Düngen und Sehen im Ein. Warte mal, dann ist Hellblau. Hellblau ist schon eine Düngestufe. Nee, dann ist Hellblau schon die beste Stufe. Dann geht doch die anderen rum. Dunkelblau ist doch die beste Stufe. Hellblau ist die erste Düngestufe. Ist jetzt bei Feld 18 eine andere Farbe? Da, wo du jetzt rüberfährst? Nein, irgendwie nicht. Das ist ein Brittas Düngen. Kann auch sein, dass ich ein bisschen brauche, um mir das anzuzeigen. Also bei mir sind alle Felder hellblau, bis auf die 22 und die 23. Und die 18, wo du jetzt drauf bist, ist auf der linken Seite ein bisschen mittelblau. Ich schätze mal, da hast du schon gedüngt. Ich bin schon fast fertig mit dem Film. Ja, bist du da schon schon wieder eine Stufe dunkler? Natürlich. Ja, bei 18 ist dunkler, ja. Ja, bei 18 ist dunkler. Zahlt er mir noch nicht recht. Die 15 ist zum Beispiel ganz dunkel, aber die 15 gehört uns ja nicht. Also die 18 ist jetzt dunkler als vorher. Ja, genau. Richtig. David, du musst das Gefühl muss geflügt werden, musst du abschalten, dann siehst du. Ja, habe ich gerade. Hatte ich jetzt dran gedacht, aber habe ich jetzt abgeschaltet. Ja, und die erste Düngestufe. So, jetzt zeigt er mir die 18 an, dass sie gedüngt ist. Ja, und die erste Düngestufe, ja genau, die erste Düngestufe machst du ja beim Sehen im Prinzip mit. Nur mit der Samen. Nur ja, mit der, die du jetzt da hast, die andere nicht. Doch, die andere hat auch immer mitgesehen. Mit der wieder. Ja, aber jetzt aber nicht mehr. Ist ja jetzt ein grober Unsehmaschine. Die kleine also hat die alte verkauft. Grüne, die hat auch gedüngt. Genau, das meine ich ja. Die alte. Ja, aber die haben wir ja nicht mehr. Nee. Aber die hat mitgedüngt. Also muss jetzt da unten die 22 und 23 müssen auch gedüngt werden. Oder? Nein, die nicht. Ja. Ah, nee, die 23 ja nicht. Da fährt er ja gleich noch drüber. Die 23 nicht. Wollte ich gerade sagen, da fahre ich doch gleich nachher noch drüber. Da fährt er ja gleich noch drüber. Also ist die 23 schon weggeerntet? Ja, die ist doch schon weggeerntet. Die haben wir doch gerade geflügt, du Nase. Die 23 ist doch noch im Wachstum. Ach, nicht die 23. Die 22. Die 22, da fahre ich ja gleich rüber. Ja, die 23, die dünge ich jetzt noch. Ja, und die 22, da fahre ich gleich rüber. Ja. Ja gut, also nur noch die 23. So. Alter, okay. Das ist verwirrend. Gut. Ja, hart, ne? Echt. Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. So. Und ich bin das ist wie gestern. Aber dann müssen wir ja die 14 und die 12 auch nochmal düngen, oder wie? Ja, ich hab gerade gesagt. Alter, 26, 43, 435. Re. 42. Übernehmen. Übergeben. Ich hab gesagt übernehmen, nicht ach so. Übergeben. Ach so. Ah, ernsthaft, Leute. Genauso wie gestern. Was brauchen wir alles für die S-Plus-Sachen zu machen? Das. Nein, das ist falsch. Da war der David aber wirklich überfordert gestern. Alter, ich sag, da war sogar ich überfordert. Aber wir sollten nur noch mit S-Plus bauen, weil die Sachen können wir einfach wieder aufsammeln. Das wollte ich gerade sagen. Wir sollten nur noch, das ist das auch nicht so verwirrend. Dann bestellst du nur einmal diesen S-Plus-Crafting-Table, S-Plus-Smithy hin und dann kriegst du im Prinzip alles gebaut. Weil die S-Plus ist besser. Die können wir einfach wieder aufheben und richtig. Dann, wenn wir umziehen oder so. Richtig. Wollen wir alles nur mitnehmen. Richtig. Oder wenn wir was umbauen wollen. Alles kann man aufsammeln. Wände, Böden, alles. Ah, vorletzte Bahn! Das heißt also, man spart dann Material, aber man muss nur einmal was herstellen. Ja. Beispiel. Wenn man sich dann falsch setzt, brauchst du nur wieder aufheben. Richtig. Aber die Sonnenblumen, die sprießen hier alle. Oh, schön Sonnenblumen. Ich hab den Mais gleich fertig. Ja, der Mais marschiert. Ja, der Mais marschiert. Na schön, da kann ich die ganzen Sonnenblumen köpfen. Ah, töte die Sonnenblumen! Wow.
Was denn? Du willst immer nur töten, töten, töten. Ich töte die Sunblume. Die sind immer doof. Die sind größer als ich. Wozu drehen die sich immer weg, wenn ich sie angucke? Wow. André wird von Sonnenblumen diskriminiert. Ich habe halt keinen grünen Daumen. Ja, habe ich auch nicht. Nicht mal ein Kaktus hält bei mir. Also, aber das ist aber schon hart. Also, ich habe hier ja meine eine Zimmerpflanze stehen. Die habe ich ja schon, keine Ahnung, Jahre, jetzt auch schon 2 oder 3 Jahre. Ja, die kann ja nicht mehr lange halten. Ich habe ja meine Finger drin gehabt. Die lebt noch, die lebt noch. Die hat da noch grüne Blätter dran. Die hat bestimmt den Kopf geknickt, als ich da war. Und musste es erst wieder aufpäppeln. Nein, nein, nein. Das macht meine Tochter. Jedes Mal, wenn meine Tochter da ist, alle 2 Wochen, dann gießt sie die erstmal. Wow. Also nicht, dass ich das nicht auch mache, ne? Nein, nein, das machst du ja nicht. Deswegen lebt immer so gerade eben am Limit. Das ist die Extreme-Pflanze. Ja, was ist das? Kommt das Kind bald? Ich hab Durst. Ja, so ungefähr. Ja, mag sie aber auch gerne. Da kommt sie halt ein paar Mal Blume gießen. Oder? Wenn sie die Blume gießt, dann kommt die Küche halt. Aber was, damit sie die Blume gießen kann? Das letzte Mal, wo sie bei mir war, hat sie meine Fensterbänke sauber gemacht. Jetzt sind die Fensterbänke sauber. Das hat Olli, der schiebt die Arbeit immer ab. Ja, mach ich doch auch nicht anders. Wozu habe ich denn 3 Gürtel? Ja, wollte ich gerade sagen, bezahlt mir. Ja, aber Olli, du bist ja auch Bewegungslegastheniker. Du kannst dich ja nicht mehr bewegen. Das hätte ich auch sonst so gemacht. Ja, ich hab letztens Olli auf ein Foto markiert, ne? Auch von so einer Spieletipps-Geschichte. Da steht, ist so eine Art Verarsche von wegen. So fühlt man sich, nachdem man 12 Stunden lang am PC gesessen hat. Weißt du stehst auf, alle Knochen tun weh. Weißt du, so ein alter Typ, der dann mit Gehhilfe geht und dann in die Reha ist und alles und hat dann Olli drauf markiert. Ja? So, was hast du da drauf geschrieben, Olli, über diese das so nur 2 Minuten aus oder so? Als wenn ich noch aufstehen würde. Ja, irgendwie sowas. Olli, dünkst du gerade irgendwas? Nein, ich versuche gerade die Düngerpalette vom Anhänger zu. Wieso, musst du da oben reinkippen? Ja, anscheinend komme ich da nicht dick genug ran, dass er das riecht. Okay, dann fahre ich jetzt zu 14. André, 18 und die 23 sind. Die anderen 2 Big Packs hat er genommen, nur den dritten. 18 an die 14. Apropos, ist jetzt eigentlich jemand einmal da zum Auffüllen? Olli ist da, ne? Olli? Jetzt kommen Sonnenblumen, ne? Ja, weiß ich. Ja. Hab ich schon eingestellt. Olli? Einmal füllen, bitte. Kannst du einmal? Komm, ich fahr dir den auch rückwärts heran. Ne, bleib schon. Okay. Jupp, ich bin voll. Ich kann hier so mal schnell eine Sonnenblume machen und dann haben die Blöbs fertig. Bienchen und Blöbchen. Wir können schön Sonnenblumen ernten. Ist das nicht schön, wenn wir die Sonnenblumen ernten können? Ja, finde ich schön. Ne? Also ich finde das schön, müsste ich jetzt auch. So. Ah, das ist ja das Schlägefeld, ne? Ja, deshalb Zeit, dass wir, das Schlägefeld. Ja, fang ich von hier an. Von Zeit, dass wir Schafe kriegen. Fang ich von hinten an. Klingt wieder schwierig. Nein. Zu bei David, du kannst nicht mehr bei Olli von hinten anfangen. Oh, ich fange von hinten an. Wow. Wow, siehst du, guck mal, Olli ist schon ganz verdutzt. Dann pflanzen wir Aubergine. Olli hat sich den Gag rausgesucht. Jetzt hat Olli sich das gewährt, Alter. Ja, extra eingesetzt. Zur Scheißparty, Aubergine und Brötchen. Ja. Bei Google. Da habe ich mir extra ein Post-it an den Monitor geheftet jetzt.
Oh Mann, Olli, das liegt daran, dass Olli die Filme nicht guckt, sondern immer nur hört. Richtig. Ja. Olli guckt ja immer nur nebenbei. Ja, ja, und da gab es ja zu dem Zeitpunkt kein Ton, sondern nur Bild für. Ja, und Olli... Die Szene kam wirklich. Olli, du musst diese Filme erleben, du musst sie atmen, du musst der Film sein. Olli, guck einfach die Stelle, wo er durchs ewige Eis geht. Die Wurst. Ich finde das bekannt. Du meinst, wo er das Buch findet? Nein, vorher, bevor er jetzt durchs Eis geht, dann hat er so eine kurze Gedankenblende. Dann geht ihm das durch den Kopf mit dem Brötchen und der Aubergine. Richtig. Ja. Also ich finde das, find das besser, wo, wie heißt ja eine Würstchen, das angeknabberte kleine Würstchen? Nicht angeknabbert. Ja, angeknabbert nicht, aber diese verkümmerte kleine Würstchen, ich weiß jetzt, wie der heißt. Barry. Ja, Barry, genau. Der, der durch die Stadt war, der das Kondom für den. Das Kondom. Ich hab ihn angefleht aufzuhören. Ich wollte nur da aufhören und dann hat er verdammt. Das ist nur das Kondom da. Der ist der Hammer. Oder der Hundehaufen, wo die weißen Blöder dazu liegen. Ich glaube, ich muss den doch mal gucken. Der Film ist, der Hammer einfach nur. Da kannst du nur lachen. Olli ist ein Unverderblicher. Olli ist, ja, der ist ein Unverderblicher. Olli ist der Twinkie. Da komm ich hin. Zelle. Alter. Ich bin vielleicht hoffentlich Feuerwasser. Das wär's ja gerne. Hoffentlich Feuerwasser, Alter. Ja, weil der das gute Dope. Dann machen die doch alle drei. Olli ist das Kaugummi. Ja, Olli ist das Kaugummi. Ein Kaugummi. Stell dich einfach als Kaugummi vor, geht schneller. Ein Kaugummi kannst du nicht umbringen. Ach, der Wahnsinn. Der Film ist echt krass. Ja. Okay. Ja. Gut, dann habe ich gleich die 14 auch noch fertig. Bis Olli mal soweit ist, habe ich die 12 auch noch fertig. Dann hat Olli wieder nichts getan. Ja, wie immer, ist doch normal. Alter, ich muss hier das Gerammelte wieder hinbrummeln. Wir brauchen eine Kistenmotte, damit Olli den ganzen Tag in eine Kiste gucken kann. Ich habe hier Big Bait und IBC, ist das reicht. Jetzt war ich abgelenkt. Abgelenkt? Jetzt bin ich losgestürmt, ohne vorher meine Dünge anzumachen hier. Oh. Stürmst einen vor, ohne dein Spritzapparat anzumachen? Ja, ich hab vergessen, das Abspritzen einzuschalten. Oh Mann, na, das geht doch nicht. Was, ich muss nur noch runterlassen, Alter. Oh. Also, muss ich runterlassen. Ach, Mensch. So, Olli verlegt jetzt Fließbänder von unserem Silo bis zum Silo von der Bahn. Bitte, Olli, danke. Unser Radiosender läuft. Der I Love Bravo. Ah. Der kommt bestimmt auch gleich irgendwann heute. Bestimmt. Ich glaube auch. Können wir andere damit wieder voll lamentieren. Man kann es auch lackieren. Es ist so ein Lieder, sag dir, sie geht dir nie wieder aus dem Kopf. In dem Lied möchte ich ein bisschen Holzfäller werden, damit solche Lieder nicht mehr kommen. Ich würde alles Holz auf dieser Welt vernichten. Ja. Was es nicht mehr als Inspiration zukünftiger Generationen von Musikern dient. Da kommt was anderes. Ich und mein Fisch. Fischi. Was willst du da machen? Willst du dann alles? Dann werde ich alle Fische töten. Alle Fische, ja. Finde Nemo so ungefähr, ne? Und wir finden den Fisch. Finde den Fisch. Captain Nilo weiß auch mal, wo Fisch ist. Ja.
Der weiß es auch. Das stimmt. Der weiß es auch, ja. Aber ist es nicht eigentlich recht merkwürdig, dass Captain Iglo so als alter Greis, grauhaariger Greis, nur mit Kindern an Bord über den Ozean segelt? Also mach keine Witze drüber, der echte Captain Iglo ist tot. Ja, okay, aber es ist doch sehr merkwürdig, dass Captain Iglo nur mit Kindern über den Meer segelt. Ja? Das ist genauso, wie ich Jahre gebraucht habe, um zu merken, dass Hanuta die Abkürzung für Haselnussschnitte ist. Wow, wo wusstest du das nicht? Haselnusstafel, du Depp. Ja. Haselnusstafel, Entschuldigung. Banause, du Kulturbanause. Haselnusstafel. Echt? Also. Keine Ahnung, keine Kultur. Wow, keine Kultur. Allein schon. Alter, ich habe mehr Kultur in meinem kleinen C als du überall. Ne, als du in der Kopf-Olli. Ehrlich. Das behaupten alle Kulturbanausen. Stimmt. Wow. Olli, ernsthaft. Du weißt ja noch nicht mal, was Kultur ist. Hast du, bist du fertig, deinen Samen in die Erde zu pflanzen? Fast Hälfte. So wie Herb, steckst den Finger dann rein und guckst, ob Mutter Erde trocken oder feucht ist. Und wenn nicht, holst du deinen Schlauch raus und spritzt erstmal ordentlich ab, ne? Ja. Richtig, so ungefähr. Ich voll kam letztens erst noch im Fernsehen, hab ich gesehen. Er kann gut mit der Zunge umgehen. Ja. Der spuckt die Samen in die Erde. Oh, ja. Ja, die Alten waren immer noch die besten, die alten Folgen. Ja, das stimmt. Das ist cool. Das stimmt allerdings. Miau. Ja, die waren echt super. Ja, leider gibt's ja die Alten jetzt. Sind nur noch die Alten da. Was Neues ist, kommt ja nicht mehr. Wollt ihr noch mal was wachsen lassen können? Ey, wir sind die ganze Zeit nur am Arbeiten hier, ey. Ja. 6 Felder sind zu viel, wir brauchen noch einen Bauern. Ja, liebe Bauern, Bäuerinnen, die ihr uns zuschaut. Ne? Wählt jetzt die 1, wenn ihr dabei sein wollt. Oder die 2, wenn ihr nicht dabei sein wollt. Oder die 3 für eine alternative Möglichkeit, die wir uns dann noch ausdenken müssen. Wow. Du sprichst den Leuten wieder was du nicht halten kannst. Ich habe gesagt, wir müssen uns die noch ausdenken. Ich weiß nicht, was es ist, ne? Wenn sie die alte. Schon eine Möglichkeit 1 gibt es ja gar nicht. Nicht? Nein. Nein? Nein. Der Server läuft ja nur noch 3 Tage. Ah, der läuft ja nur noch 3 Tage. Wow, Chris. Wow. Ja, das ist unser Mod. Das ist unser Mod. Chris, nimm mir mal wieder Mod weg. Das ist unser Mod. Also, ich bin erschüttert schon wieder. Du nochmal zu uns an. Ja. Wir können ja den Prenzlau fragen, der spielt bestimmt mit uns, André. Er zockt Warframe. Guck, der zockt immer nur irgendwelchen Unsinn. Wollte ich gerade sagen. Erst ist es Minecraft, dann ist es dies, dann ist es das, aber nie dasselbe. Richtig. Und dann sind das immer irgendwelche Spiele, die er dann nachher sowieso wieder refoundet. Dann ist der Warframe ist auch kostenlos, gar nicht gefunden. Ja gut, okay, das ist ja nun der Vorteil. Aber selbst das wird er noch machen, wenn es geht. Oh, ich gerade sagen. Oh. Das wird auch bald fertig. Bist du bald fertig? Hälfte. Soll ich mal vorspulen hier? Nein. Wollen nicht ernten. Auf. So wieder meine Erntemaschine. Nein. Ich würde da mal rein. Möglich mit 9 km/h die Felder rauf und runter eiern. Ich würde auch mal rein. Nein. Ist für immer und ewig beansprucht. Wow. Weißt, wenn ich mal krank bin und keine Zeit habe zu spielen, dürft ihr da nicht ernten. Gut, David, dann gehen wir Hackschnitzel machen so lange. Ja, nee, geht ja nicht ohne Felderbündler. Da ist er. Da, er läuft. Da ist er.
Was, wer läuft? Holzi, Holzi. Ah. Ich und mein Holz. Ja, ja, ich weiß nur. Man kann es auch lackieren. Jetzt werden wir von den beiden die nächsten 20 Minuten nichts mehr hören. Das stimmt. Machen den Loop an. Und dann singen sie den ganzen Tag Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ihr seid so gestört, ne? Alter, du auch. Ich hab das Lied noch nie gehört. Doch, hast du. Ich hab's dir schon auf YouTube geschickt. Du hast das schon gehört. Kannst du dich divertieren? Hab ich nie gehört. Doch, du hast das auch schon mal gehört. Hab ich nie gehört. Doch. Nein, hab ich nie gehört. Doch. Guck mal, Olli ist jetzt schon gar nicht mehr anwesend. Der ist jetzt ja, schon ja. Dabei, damit jetzt voll aufgedreht. Der hat schon sein Holzstück in der Hand. Sein Holzklotz. Hat sich schon als gekauft. Hä? Hat einer was gesagt? Mein Holz, ich und mein Holz. Ja, Olli hat schon sein Holzstück rausgeholt. Der tanzt damit jetzt. So fröhlich durchs Wohnzimmer. Und Tanja guckt sich sein Auto so schräg vor der Seite von mir. Was macht der Junge da eigentlich? Was macht der Typ da? Den habe ich wirklich geheiratet. Eh.